So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich mache gleich nach der nächsten Folge für mich weiter mit der Aufnahme und habe nur kurz geschaut, wie man einen Barbecue-Grill startet. Und zwar, interessanterweise braucht man scheinbar dafür Papier. Wir nehmen hier mal so eine Zeitung und testen es mit der einfach mal. So, jetzt habe ich sie ins falsche Inventar geräumt und hätte sogar eigentlich schon eine Zeitung gehabt. Es geht nicht mit Racks, es geht nicht mit Zweigen. Komisch, weil es beim anderen ja eigentlich ging. Was ist denn hier los? Slight wind chill. It's feeling 5 to Christ. Ah, okay. It's feeling 5 to 10 degrees colder than it actually is, wegen Wind. Hochinteressant. Gibt es hier ja ganz neue Sachen. So, jetzt geht hier nämlich auch Light Fire. Fuel ist noch drin. Dann machen wir mal auch ein bisschen Hitze, würde ich sagen. Schön. Müsste sich jetzt ja eigentlich hier erhöhen, oder wie, oder was? Wird eher dunkler. Um nicht zu sagen, ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Und warm wird es auch nicht so richtig. Ah, doch. Naja, minimal Wärme drumrum. Wo ist meine Taschenlampe? Machen wir uns mal mit der Taschenlampe raus. Ziemlich herbstliches Wetter, muss man schon sagen. Ich komme vor allem überhaupt nicht voran mit dem, was ich eigentlich geplant habe. Nämlich, mich mal in diese Stadt reinzukämpfen. Mal schauen, ein paar Tage werde ich mal noch gucken. Ansonsten gebe ich das vorübergehend mal auf, dieses Experiment. Und versuche einfach mit dem Auto wieder außenliegende Bereiche zu plündern. Das hat bisher eigentlich hervorragend funktioniert. Einen Generator hätte ich gerne, einen Schraubenzieher hätte ich gerne. Was hätte ich noch gerne? Äxte sowieso. Vielleicht ein paar Bücher, was zum Lesen. Also arg warm gibt ja so ein Feuer nicht. Normalerweise neben so einem Grill ist es ganz schön warm. Wie muss ich dann mir das vorstellen mit irgendwie einem Gebäude heizen oder so? Ich kann ja kein. Ich glaube, ich kann einfach ein Feuer in einem Gebäude machen. Ich bin mir nicht so sicher. Generator sollte man nicht in einem Gebäude haben, das weiß ich. Das ist tödlich. Sowohl im echten Leben. Entschuldigung, als auch in Zomboid. Keine gute Idee. So, es gibt Frühstück. Woher kommen eigentlich diese Mücken? Da drüben oder was? Die ganzen Leichen mal wegtragen. So, ich lasse den einfach mal laufen. Keine Ahnung. Ich denke aber mal nicht, dass der anfängt zu brennen oder so. Ja, ein bisschen windig. Kann ich dann auch andere Klamotten, die, keine Ahnung, eine Windjacke oder sowas mir anziehen? Würde mich interessieren. Ein bisschen wie in The Long Dark. Das ist ja auch so, dass es zum einen Temperatur, zum anderen Windblocks so ein bisschen gibt von den Kleidern. Also irgendwie eine Regenjacke oder so blockt den Wind zwar recht gut ab, weil sie undurchlässig ist, ist aber nicht unbedingt gut gegen Kälte. So, ich trage die ganzen toten Zombies einfach mal ein bisschen weg hier, dass dieses nervige Mückengeräusch verschwindet. Ich höre einen Hund. Wäre auch was, was in dem Spiel Spaß machen würde, wenn man noch irgendwie einen Hund als Begleiter hätte. Aber das kann man ja dann mal schauen, wenn es NPCs gibt. Kann man sowas vielleicht auch relativ einfach dann machen. Ein Hund ist ja ein relativ basic NPC. So, Speed Reduce Chance of Catching Cold. Geht immer gleich so schnell. Scheint wirklich wie aus Eimern zu gießen, beziehungsweise meine Weste ist natürlich auch nicht sonderlich wasserabweisend. So, jetzt sind wir schon bedrenched, also vollkommen durchnässt. Ja, mir ist kalt, ich weiß. Okay, selbst wenn sie nur ein bisschen nass sind, kann man sie nicht verwenden. Schon ein trockenes nehmen.
So, schön. Da wird es ja noch gleich ein bisschen warm. Ein bisschen abrubbeln. So, Taschenlampe ist aus, oder? Ja. Landet mal in meinem Inventar hier im Rucksack. Was soll's? Brauche ich sie ja doch irgendwann mal. So, dann schaue ich mir einfach noch ein paar andere Hütchen hier in der Umgebung an. Denk mal nicht, dass ich irgendwo einen Generator übersehen habe, aber gibt jetzt auch nicht viel zu tun. Hier in dem hier war ich, glaube ich, schon öfters. Mich richtig erinnere, oder war ich da gerade schon drin? Ne, ich glaube nicht. Wo ist das Dunkle hier? So ein Liegestuhl möchte ich eigentlich mal mitnehmen. Ach so, habe ich sowieso. In meiner anderen Basis. Was, gerade durchsucht? Ja? Ja, tatsächlich. Gedächtnis ist auch nicht das Beste. Gucken wir mal hier. Hier sieht man schon schön, wie alles ein bisschen zuwächst, die Gebäude. Natürlich schaue ich trotzdem am Anfang durch die Fenster. Was mit diesem schönen Pulli hier? Die Bluse. Die wird natürlich nicht nass, oder wie? Und ist auch nicht dreckig oder so. Nehmen wir einfach mit. Liegt da schon seit Tagen irgendwie auf der Auffahrt. Alter Schwede, es regnet so dermaßen heftig. Kann eigentlich fast nicht aus dem Haus gehen. Kettle, na gut, man kann schon nichts haben. So einen kleinen Teekocher mit. Bleach. Nicht mitnehmen, aber ich nehme die Cotton Balls. Kann, glaube ich, auch irgendwie Wunden mit verbinden oder bessere Bandage bauen. Yay, gelbe Farbe. Farbe ist schön, aber brauche ich nicht unbedingt. Ich nehme aber die beiden Kisten mit. Trag die auch gleich zu mir nach Hause. Hatte ich nicht eigentlich noch eine dritte Kiste? Irgendwo noch mal so eine zerstörte Box mitgenommen. Könnte die beiden Fernseher einfach mal vor die Türe stellen. Das mache ich jetzt auch. Dass ich mir hier jemals Strom besorgen werde. Teile einfach vor die Tür. Steht schon nicht im Weg. So, und das hat auch gleich. Nein, das wollte ich gar nicht drücken, um durchzucyclen. Auch gleich einen viel schöneren Ghetto-Touch hier. Den drehen wir mal noch um. So. Oder halt nicht. Weiter in die Richtung. Wirkt gleich ein bisschen ghetto-mäßiger, wenn kaputte Fernseher im Garten stehen. So, und dann haben wir hier so ein kleines, minimales Vorratslager. Und der Regen lässt mich nicht verschnaufen. Dann bleibt mir einfach wenig übrig, als ich mache eine kleine Autotour. Schau mal, ob ich in der anderen Basis noch was habe, was ich jetzt hier benötigen würde. Und schau mal, ob zumindest früher war es teilweise ein Problem, dass dieses. Du Scheiße, ist das dunkel. Wo ist mein Auto? Könnte es mal blitzen oder so? Das war nicht der vordere. Immer noch nicht. Doch, der war's. Was wollte ich sagen? Es gab oftmals das Problem, dass es mit dem Regen nicht sonderlich weit. Oh, das wird ja gefährlich ohne Licht jetzt. Dass man nicht sonderlich. Also, es gibt so einen gewissen Bereich um einen rum, in dem es wirklich aktiv ist, das ganze Spiel. Und der Rest passiert eher ein bisschen im Verborgenen. Da war es öfters mal so, dass zum Beispiel ganz am Anfang der Generator keinen Fuel verbraucht hat, wenn man nicht in seiner Nähe war. Oder auch, glaube ich, dass Pflanzen nicht gegossen werden von Regen, wenn man nicht in ihrer Nähe ist. Ich glaube, dass das schon seit Ewigkeiten funktioniert, aber wir schauen mal. Hoffentlich ich bringe mich jetzt nicht in unnötige Gefahr, weil das ist eigentlich schon gefährlich hier. Aus den schlechten Sichtverhältnissen. Mit dem Auto zu fahren, mitten im Sturm.
Hey, ich habe eine gute Idee. Oh, meine Löcher. Das meine ich nämlich. Ich habe aber eine Idee. God damn it. Hey, man sieht hier ja echt fast gar nichts. Aua. Nochmal gegen so ein Ding gefangen. Hä? Wo kommt das her? Xenic Grove, so hieß er, genau. Wir nehmen einfach hier mal so einen Wagen. Den blauen da oben. Der hat nämlich, glaube ich, noch beide Vorderlichter. Na? Gott. Hab ihn nicht mal gesehen. Hab in ihn reingerannt. So. Blaues Tef-Tef. Hat noch Vorderlichter. Kombi, sieht fast aus wie ein Leichenwagen. Doch, ich hoffe, dass wir dann Zombies, die vor uns auf der Straße sind, auch erkennen können. Wieder mal eine mindere Kurvenlage. Ich fahre auch mal nicht zu schnell. Wer weiß. Alter Schwede, sieht man hier schlecht. Bin ich jetzt echt einer von denen, die dann wegen Regen nur noch 10 km/h fahren? Aber hier in dem Game ist echt gefährlich. Ah, ich kann mal rauszoomen. Also an sich sieht man die Straße ja sehr gut. Ich habe nur Angst, dass nicht alles drauf gedrawt wird, dass ich irgendwie in einen Zombie-Rudel reinfahre. Dass ich nichts sehen kann. Ah, Quatsch. War ja ewig. Okay. Never mind me. Dann geht's jetzt mal weiter. Gehabt. Trotzdem eine gute Sache, dass ich ein Vorderlicht habe. Oh, eine nicht ganz so gute Sache, Alex. Meine Karre hier einfach streikt. Was sie denn noch ganz neu eigentlich. Kann einen wohl schon mal umbringen, so ein Auto. Ich bin vor kurzem mal stecken geblieben mit so einem Sedan irgendwie und wäre das Schild von Zombies getötet worden. In Zombie, nicht im echten Leben. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Fuck. Und das war's auch schon für meine Vorderlichter. Beide erwischt. Scheiße. Naja. Egal, hier kommt ja nicht mehr viel. Ich heiz jetzt einfach mitten durch. Eh schon ein bisschen gestreikt hat. Gott, was ist denn hier für ein Dunst gewesen? Ah, mein Lieblingszombie. Auch noch am Leben. Im Unleben oder wie auch immer. Ja, Strom wäre echt eine Sache, ha? Huh? Die ganzen Lichter wieder an. Aber dazu bräuchte ich, glaube ich, recht viele Generatoren. Kraftwerk, das Atomkraftwerk wieder anschalten könnte. Wäre nett. Bäh. Sieht teilweise wirklich gar nichts. Und Regen. Egal, wir haben es fast geschafft. Es ist wie die dunkelste Nacht hier teilweise, aber nur so Bereiche. Manche Bereiche sind her. Manchmal hat man auch das Gefühl, man hat ein Vorderlicht. Irgendwie hat man ja so einen Lichtkegel vor sich. Hier. Das ist meine Einfahrt, oder? Ja. Alles in allem sehr cool, muss ich sagen. Muss vielleicht noch ein wenig nachgebessert werden. Aber an sich so hat das was. Ich meine, man sieht halt einfach manchmal schlecht. Man sieht nicht immer zum Horizont. Ist noch jemand Lust auf Stress? Nein? Gut. In meinem Palast. Sieht der so aus? Mhm. Angenehme 12 Grad hier drin. Da muss man sich dann ja echt überlegen, wie man eigentlich so Sachen im Winter heizt. Heizung kann man, glaube ich. Oder gibt's keine? Nicht, dass ich wüsste, zumindest.
Nicht, dass man mit einem Generator auch die Heizung wieder ankriegt, der würde auch lang nicht genug Saft ausspucken. Und da so eine Elektroheizung hinhängen könnte. So, schauen wir hier mal. Regentonne ist auf jeden Fall schon mal voll. 100%. Hey, nicht über die Beete laufen. Was ist denn das für einer? Na, na, na. Aber nicht. Dein Beet. War mal wieder spät. Aber während man selber die Animation macht, läuft es eigentlich im Normalfall. Hat gegeben. Hat er mir? Habe ich eher von dem Autounfall vorhin noch. Durch einen Schlag, den ich abbekommen habe. So, dann, ja, was mache ich eigentlich? Eigentlich wollte ich nur schauen, wie es so aussieht. Ist eigentlich recht gut. Vielleicht mal noch ein paar neue Felder anlegen. Ich fahre dann auch nachher wieder zurück oder vielleicht übernachte ich auch hier. Schau, ob das Wetter morgen besser ist. Ja, Regen hat definitiv seine Vorteile, aber hat auch seine Nachteile. Also einen Generator zu finden, wäre wirklich die Number One Priority. Könnte ich zumindest teilweise an so dunklen Tagen hier ein bisschen Licht machen. Wäre ja schon ganz schön. So. Aber man kann auch ohne. Brokkoli gibt's. Kartoffeln gibt's und Kohl gibt's oder Salat. Ich weiß es immer selber nicht. Mal nachschauen. So, während starkem Regen ist Anbauen eh immer am besten. Dann muss man nämlich gar nicht wirklich gießen. Schmeißt man das einfach hin. Dann passt das schon. Es ist so dunkel. Ich frage mich, wie das nachher auf der Aufnahme rüberkommt. Hoffentlich ein klein bisschen heller. Ich meine, es soll ja auch dunkel sein, aber vielleicht, dass man noch ein bisschen was erkennt. So, drei neue Beete. Einmal Brokkoli. Einmal Potatoes und einmal Cabbage. Und das war's schon. Gießen müssen wir nicht. Gießt sich jetzt selbstständig von alleine. Schnell wieder ins Trockene. Was macht man dann an einem so regnerischen Tag? Vielleicht schaut man sich einfach noch mal ein wenig in seiner Wahlheimat um. Das hier kommt alles weg. Die Axt kommt in meine Hand. Oder nein? Taschenlampe in meine Hand. Was haben wir hier Schönes? Noch ein Kessel. Den hin. So, Taschenlampe flackert immer ein wenig. Miserables Modell. So, vielleicht habe ich ja irgendwo irgendwas übersehen. Keine weiteren. Immer. Ein bisschen so aus, als wäre hier was. Ist vielleicht auch ein Fenster. Da oben sind ja die restlichen Hotelräume, das kenne ich ja. So ein kleiner Abstellraum. Flackert denn die Lampe so? Hat auch noch Batterie. Geht doch, was hat sie denn? Okay, was in dem Bereich da hinten ist, wird mich fast mal interessieren. Das scheint ja irgendwie. Keine Türe? Nichts? Ich laufe mal einfach die Wand entlang und drücke E. Nein. Was ist denn hier, wenn man draußen steht? Oh, the door is barricaded. Da war ja was. Ja, genau. Ich kann ich ja nicht betreten, so zumindest nicht. Es gießt und gießt und gießt und hört nicht auf. 3 Tage lang am Stück Regen, Gott. Was hier für ein Land. Amerika. Okay, hübsch hier. Aber wenig Produktives. Mein Ballsaal. Natürlich immer schön. Ich kann leider kein Klavier spielen. Schade. Ich kann es disassemblen. Nee. Das behalte ich. Wer weiß.
Vielleicht finde ich irgendwann mal einen, der für mich Klavier spielen kann. Kommt auf jeden Fall schon recht cool mit dieser Dunkelheit jetzt. Die Taschenlampe vielleicht auch mal ein bisschen einen Sinn hat. Die war bisher eigentlich immer nur zur Zierde da. Alles leer. Nichts zu gebrauchen. Hier geht unsere Waschküche. Ich habe schon des Öfteren mal durchsucht. Oh, hier gibt es nochmal eine Türe. Die habe ich, glaube ich, nie geöffnet. Ah, okay, dann bin ich draußen. War ich hier schon mal drin? Ich glaube, hier habe ich den Eingang gar nie gesehen. Nochmal zwei fette XXL-Kühlschränke mit geschmolzener Eiscreme, die aber immer noch essbar ist. Eine Mülltonne, wo jemand seine Zigaretten weggeworfen hat. Wohl zum Nichtrauchen, ha? Egal, dann sind es jetzt meine. Oh, hier, Canned Potato, cool. Fire Extinguisher. Feuerlöscher. Roasting Pan. Sauce Pan, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Rolling Pin auch. Früher ganz gerne als Waffe verwendet, den Rolling Pin. Immer noch ganz gut. Wenn der nichts Besseres hat, schauen wir mal. Okay. Gibt es noch einen Ausgang? Das ganze Gebäude hat viele Ein- und Ausgänge. Das hat Vor- und Nachteile. Nur noch ein Stift. Zwei Stifte. Dieser komischen Sauna draußen war ich auch nie drin irgendwie. Die wäre jetzt geil. Schade, dass man die nicht anbekommt hat. Mein Pool. Kannst du was? Aber da ist nichts drin. Was für eine Ghetto. Man sieht sie hinten so ein bisschen, da ist irgend so eine Metalltonne in der Ecke. Das ist eher eine Ghetto-Sauna. Kann ich eigentlich ins Wasser laufen? So. Rotor. Nägel. Ne, dann lieber wieder rein. Ich innen schon mal nochmal umschauen, aber ich glaube eigentlich, hier gibt es nicht mehr viel zu entdecken. Dachte, vielleicht habe ich irgendwo einen Raum übersehen. Hier oben sind die Umkleiden, das weiß ich noch. Hier ist nur so ein kleiner Raum. Hinten habe ich schon exzessiv alles auseinandergebaut. Was ist eigentlich das hier? Ein Whiteboard oder ein Spiel? Gar nicht nehmen. Nur die Couch könnte ich mitnehmen. Eine White Lazy Couch. Warum der Couch angedichtet wird, dass sie faul ist, weiß ich nicht. Pen. Man wirft die Stifte weg. So, das ist so ein bisschen. Aha, ich habe ja auch das hier. Das habe ich ja ganz vergessen. Das ist natürlich für den Winter äußerst praktisch, nehme ich fast mal an. Ich habe einen Kamin. Ill. Und ich habe sehr viel Holz hier drin, um es zu verfeuern. Die Bücherregale habe ich, glaube ich, schon. Metalworking for Intermediates, da bin ich noch lange nicht so weit. Fishing for Intermediates, das wird sicherlich mal sinnvoll werden. Ich fische ja hin und wieder. Passiv. Ein leeres Notizbuch nehme ich dann jetzt auch mal mit, wenn ich die zum Befeuern erst noch brauche. Jetzt wird meine Taschenlampe langsam schwach. Oh ja, gibt jetzt gleich den Geist auf. Hält nur wenige Stunden. Regnet immer noch. So. Epilepsie hier drin. Excessive exertion can barely walk. Wieso denn? Ich brauch's nicht so den stressigen Scheiß. Okay, Flashlight ist leer. Kommt da mal in die. Ach so, weil ich die Axt und alles im Inventar noch trage. So, dann nehme ich das mal in die Hände und schon verschwindet das Überladen-Moodle. Ist auch sehr hübsch mit Vorhängen und allem. Werden wahrscheinlich irgendwelche Golfkurse abgehalten. Leer drin. Klingt gar nicht richtig, sich hier umzuschauen, während man keine Taschenlampe hat. Einfach nur ein Tasten durchs Dunkle. Und gar so riesig ist es eigentlich gar nicht. Schon ganz mächtig, aber
Radio. Falls ich irgendwann mal ein Schraubenzieher besitze, kann ich euch alle auseinanderbauen. Denk mal, dass ich dann in den nächsten Folgen echt wieder dazu übergehe, ein bisschen mit dem Auto im Kreis um meine Basis zu fahren. Zu schauen, ob ich einzelne Bauernhöfe oder sowas finde. So komme ich, glaube ich, am ehesten an einen Generator und einen Schraubendreher und das ganze Zeug. Gut, für heute gibt es auf jeden Fall nicht mehr viel zu tun. Ah, Zucker. Sweet. Will haben. Feedback kann ich Zucker nicht essen. Einfach so, ich meine es ja schon. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nur für gewisse Unpack. Achso, nee. Scheinbar nur für gewisse Rezepte dann da. Ich glaube aber, dass man Zucker sehr wohl essen kann. Weil er dann halt viel trinken, aber an sich. Energiereicher wird Nahrung nicht mehr. Weiß nicht, vielleicht Traubenzucker fressen. Wird dann ja das Maximum an Energie sein. Wo habe ich eigentlich geparkt? Mein Auto verschwunden. Ah, auf der anderen Seite natürlich. Aber klar. Hast du wieder fast vergessen. Dann tue ich über Nacht die Fischreuse mal wieder in den Teich hängen. Müde werde ich auch schon wieder. Anstrengend mit dem ganzen Regen. Findet sie. Angela Thomas. Und das Gewicht ist weiter im freien Fall. Muss ich echt schauen, dass ich dann auch echt genug esse. Wenn... Wo habe ich die Reuse eigentlich hingetan? Dass ich echt genug esse, wenn ich mal genug Gewicht verloren habe. Ah, fuck, das ist jetzt genau so eine Situation. Wo habe ich meine Fischfalle hin? Die habe ich hier einfach irgendwo auf den Hof geschmissen, oder? Ja, da ist sie ja. Nämlich einiges wert, finde ich. Scheint auch nicht beschädigt zu werden. Ist einfach eine kontinuierliche Quelle an Essen. So, die Temperatur scheint wieder etwas zu steigen. Kommt mir zumindest in den letzten zwei Tagen so vor. Blaze. Fishing Net Trap. Ja. Sehr schön. Also ich habe hier schon einen edlen Park, muss man schon auch mal sagen. Würde wahrscheinlich nach einem Monat, wie lange bin ich denn? Eben einen Monat und 6 Tagen. Schon wieder ganz schön zerrupft aussehen. Nicht ständig gepflegt wird irgendwie. So, auf jeden Fall. Ab ins Trockene wieder. Wir sind so richtig, richtig müde. Richtig, richtig ausgepowert. Müde sind wir nur ein bisschen. Also, Fishing for Intermediates. Werfen wir auf den Buchhaufen. Ice Cream. Gibt es ein bisschen Ice Cream? Nee. Das mal scheint ja sowieso nicht schlecht zu werden. Jetzt tun wir ja auch mal rein und den Tee. Eigentlich könnte ich auch mal versuchen, mir ein nettes Tässchen Tee zu machen. Habe ich dann? Okay. Wie macht man Tee? Weiß ich auch nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein. Gibt es mir da ein Rezept bei Cooking vielleicht? Tee. Make hot cuppa. Das make cold cuppa. Kettle of water, 2 units, tea bag. Brauche ich also wirklich diesen Kettle? Interessant. Habe ich den hierher mitgebracht? Ja, schon, oder? Ich brauche ihn irgendwann. So ein Teil hier unten reingeschmissen. Das war doch der. Schön. So, also, was brauche ich? Ich brauche diesen Kessel. Ich brauche Tee und ich brauche eine Tasse. Ach, ich brauche noch Wasser in meinem Kettle. Egal, schütten wir aus unserer. Schütten wir aus unserer Flasche mal raus. Und was brauche ich noch? Hier, make cold cuppa. Oh, das ist ja jetzt viel cooler gemacht hier mit diesem Use Kettle of Water, Destroy Teabag, Destroy Empty Mug. Wie ist denn das? Achso, da wird ja dann zu diesem Hot Cuppa.
Ja, ist halt nicht warm. Aber ist Tee. Moment mal, kalter Tee? Kalt gebrühter Tee? Wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, ist nicht so der Hammer, fällt mir gerade auf. Bei näherer Überlegung, kalt gebrühter Tee? Vielleicht gar nicht mal so lecker. Hat vor allem auch gar nichts gebracht, von wegen, dass wir ein bisschen wacher werden oder so. Ein bisschen. Egal, das nächste Mal mache ich mir einen warmen Tee. Wie, weiß ich noch nicht so ganz. Hier auch weg. Oh ja, ein Feuerlöscher, warum nicht? Feuerlöscher sollte man haben. Ich werfe den einfach mal neben mein Bett. Notfall, sofort anfangen zu löschen. So, wir haben hier noch ein bisschen Konserven reingekriegt. Paar Sachen zum Kochen. So, hier draußen werfe ich ja die ganzen Elektrosachen erstmal hin. Kann ich das Videogame eigentlich spielen? Scheint ein richtiges Videospiel zu sein. In Hydrocraft machen die da draußen dann scheinbar so ein. Gibt ja so, ja, ganz alte Games teilweise, die gleich eine Konsole in sich waren, einfach nur ein so ein billiges Rennspiel in so einer kleinen Mini-Handkonsole. Und immer dann zocken, hatte natürlich keine Graphic whatsoever. So. 19 Uhr. Und sehe ich es richtig? Es regnet immer. Alle gerade sagen, ich dachte, es hat aufgehört zu regnen. Aber nichts ist. Ich habe auch mein lecker Pfannengemüse natürlich nicht mitgebracht jetzt. Aber wir haben Hunger. Müssen wir auch irgendwas essen. Komm, es gibt diese Melted Ice Cream, die muss irgendwie weg. Gefällt mir gar nicht, dass die geschmolzen ist. So, das waren ordentlich Kalorien. 840 Kilokalorien auf einmal. Das ist eine gute Mahlzeit. Und dann ab ins Bettchen mit der guten Angela. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ist morgen dieser Regen endlich mal vorbei. Echt gut für meine Pflanzen und so. Aber nicht so toll für meine Pläne. 20 und regnet immer noch. Na gut, da werde ich wohl in nächster Zeit irgendwie mit klarkommen müssen. Wir werden sehen, wie ich das irgendwie deichsel. Spätestens in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.